Okay, I'll go first. Wo ist meine Knarre? Ach da, was? Was war das? Okay. Going crazy up here. Ich weiß natürlich nicht, wohin wir müssen. Are you going? Ja, ja, ich gehe ja schon. Das hat ja gut funktioniert. Ganz feine Gesellschaft. Ja, ich hoffe, ich habe genug Muni. Denk mal darüber nach. Guck mal da oben. Wie cool der runtergefallen ist gerade. So, wie sieht's aus? Rechts in den Hütten, sagt er, dahin. Ich bin froh, dass bei Kontrollen Ziel hier drin ist. Aber Headshots kann ich immer noch am besten. Komm her. Wo ist er hin? Er ist ein Zauberer, Harry. Der schießt da hinten gegen die Wand, der Idiot. Zeigt eine Tschüss Mützchen! Gleich kommt die windige Sommermode. So. Rücke vor! Nicht schießt, weg das Kind! Ah, hier sehe ich nichts. Plündern. Endlich. Wieso plündern die eigentlich nicht? Wieso bin ich der einzige normale Mensch, der hier plündert? Ja, ist klar. Gut. Okay. Stellung halten, verteidigen, vor. Ja, vorrücken ein bisschen, oder? War das eine gute Idee? The Forest! Okay, Deadeye müsste ich mal aktivieren. Okay.
Nee, Aim braucht man tatsächlich nicht. Also, zumindest am Anfang wird es einem gerade. Habe ich einen richtigen Erwisch? Gott sei Dank. The cowards are running away. Good work, boys. Gut. Back to the camp. We'll get what we need. Clear out. Alles klar. Also es gibt Auto-Aim bei Konsole, bei PC wahrscheinlich nicht. Halte L1, um das Waffenrad aufzurufen. Drücke R1, um zum Objektrad zu wechseln. Wähle ein Dead-Eye-Tonikum. Lasse L1 los. Okay. Lasse L1 los, um es zu benutzen. Ich... Hä? Hab ich doch gemacht. Jetzt aber. Ich brauche ein neues Gamepad, glaube ich. So. Die L1 hatte sich ein bisschen verhakt. So. Dann gib mal her, deinen Krempel. Wir suchen erstmal, ne? Ist ja kein Schneesturm hier, Siegelring und so. Dann können wir... Ich habe PC erwähnt, weil es bei GTR 5 ein bisschen gedauert hat, aber dann kam die PC-Version. Die ist ja dann nochmal polished und lalala. Und wenn alle die Konsolenversion gekauft haben, dann kommt die PC-Version raus. Und es wird wie bei GTR 5 sein. Ich gehe mal davon, ganz stark davon aus. Ich bin genauso. Ich habe mir GTR 5 erst für die Xbox 360 geholt. Später dann irgendwann für die PlayStation 4. Und dann aber nochmal für den PC. Ja. Und der Plan ging auf. Und ich habe es nie bereut. Das ist das Schlimmste daran. Und ich könnte meckern darüber, wie ich will. Ich würde es wieder tun. Okay, hier liegt noch einer. Die sind immer so schön markiert, das finde ich ganz gut. Weil sonst wüsste ich überhaupt nicht mehr, wo die sind. Ach ja, und von GTA 5 habe ich dann noch Collector's Edition, Soundtrack und ich weiß nicht was noch alles. Wie gesagt, ich habe es nicht bereut, aber ich bin halt auch Sammler. Okay. Hier wieder ein bisschen, zack. Mal ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Den da hinten hole ich mir nicht, der ist mir zu weit weg. Weiß gar nicht, wie wir den erwischt haben. So. Ich hoffe einfach, wir haben dicke Socken an. Sonst gibt das hier so hässliche blaue Blasen. Ich komme ja schon, ich laufe mal kurz gegen die Wand. Was ist los? Ich wollte looten. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill! You go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Alles klar. Ich gucke erstmal in die Kisten, die keine Kisten sind. Dann gucke ich da vielleicht nicht rein. Außerdem, das sieht gar nicht aus wie eine Hütte hier, ehrlich gesagt. Hier ist nicht mal Zentralheizung. So, hier ist... Ist doch noch Scheiße drin. Hier haben die gepennt, ernsthaft? So, Cracker. Ist ein bisschen ungewohnt, dass nehmen Quadrat ist und plündern Dreieck. Kautabak hier. La 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 la. Nehmen wir alles mit. So. Das ist übrigens noch lange vor dem Klimawandel. Da gab es noch Schnee. Ihr Kinder kennt das ja gar nicht mehr. Das ist so weißes Zeug, das vom Himmel fällt. Und dass Leute aus den Medien nicht durch die Nase konsumieren. So. Gut, hier ist noch eine Truhe. Hey. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah? Oh. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. Sehr gut. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Ich wollte looten, Mann. All right. Was soll das? Ich war noch nicht fertig. Da war noch Cracker und Whisky, Mann. Not a man und Leichen. Now. Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are.
Outlaws for life, fellas. Yeah, man, outlaws. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Well, you didn't get combed, but this head'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. Oh, wer hat nicht zu... You know, he'll come after us. Oh, of course he will. Just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Werd nicht zu gierig, alter Mann. Werd nicht zu gierig. Das Der weiß, dass wir die Pläne geklaut haben. Der weiß aber noch, welcher Zug das ist. Die können uns locker eine Falle stellen. Oder die lassen uns die Arbeit machen und rauben uns dann aus. Denk ein bisschen strategisch. Denk ein bisschen nach vorne. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp with Combe? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you got it. Fang ihn mit dem Lasso. Wie geht das denn? Ah. Einsam reitet LK Tibo durch die Nacht. Er hat vor 3 Tagen ein Kind umgebracht. Jetzt ist LK Tibo auf der Flucht vor dem Vater des Kindes, der ihn sucht. Ein schönes Paket. Ich bin neben am Pferd und ich drücke. Jetzt aber. I'm no use to you, really. So. Wetter schlägt um. Sei froh, dass ich mitnehme. I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Du hast dein Leben ja noch vor dir. Die nächsten 2 Tage. Dass der hinten nicht runterfällt, ne? Don't do this, please! So. Brav. You're hurting me. You better shut your mouth, you little shitter. I will shut it for you. Wende dich doch einfach an die Genfer Konvention. Wenn das jetzt schon wehtut, dann freu dich auf die nächsten paar Tage. Aber keine Sorge, es sind ja maximal nur 2. I've only been running with them a couple of months. Oh God, please no. Come on, just name your price. For you? Trying to test me, is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. Okay? Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. That's 2 bones right there. So. Sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Und da sind wir schon wieder zu Hause. Ist gar nicht unser Zuhause. Alles klar. Die Nachbarn wahrscheinlich. Doch, wir sind jetzt zu Hause. Hätten wir auch hinterher schleifen können. So. Machen wir unser Pferdchen mal fest. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. So. Kieran. So. Komm. Ah, da haben wir dich. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Zum Aufwärmen könnte ich ins Feuer legen. Für den Anfang. Mit ein bisschen mehr Schorf tut's auch weniger weh. So.
Da sind wir schön zu Hause. Found a little shit, did you? Yeah. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh, no. Now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Cole. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Den Spruch packe ich in die Chatregeln. Habe ich mir gerade überlegt. Ah, und wieder ein Tag rum. Na, Digga, was los? Wolltest du was? Ooh, sorry. You okay, Bill? Are we gonna hit this train then? Seems that way. Ah, na gut. Ich schalte mal wieder auf Skyrim-Modus. Hallo, Skyrim-Modus? Jetzt. So. Hey. Having fun in here, Lenny? More since we robbed the O'Driscolls. Hopefully we'll be out of here soon. Bist du mal bitte nicht so aufdringlich? Ich brauche meinen Personal Space. Okay. Gut, wir haben da drüben noch ein Gespräch offen. Da gehe ich mal ganz kurz hin. Das hatten wir von gestern noch. So. Ich gehe mal... Oh, vielleicht nicht allzu nah hinterm Pferd. Habe ich trotzdem ein bisschen Respekt vor. Gut. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. Ach, was. Das geht schon. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what, 10, 12 people? When I was in the Navy... I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found nothing. Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Ganz ehrlich, ich habe vorhin einfach mal ein halbes Dutzend Wölfe niedergeritten. Ja, professionell. Mit Hufen schon kleingestampft. Take this. I can't use it and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Wir hätten die Wölfe einfach essen können. Oh, cool. First Person auf dem Pferd. Okay, das ist cool. Oh, gesalzen in den Rhein. Alter, ist das cool. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf... How are you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't an O'Driscoll? There's meat up here for sure.
Pearson doesn't know what he's talking about. Careful. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Ich lass ihn mal vorreiten ein bisschen. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Oh, warte. Boah, ich will den Soundtrack haben. Ich war gerade in ihm drin. Im Charakter. So. Und nein, natürlich bestehe ich jetzt. Das wollte ich gerade sagen. Das ganze Spiel besteht gar nicht aus Schnee. Das ist jetzt nur der Anfang gerade. Ihr habt doch die Trailer gesehen, Mann. Hoffe ich. Weiß ich nicht. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad. But if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Ich bin ruhig. Hatten wir in GTA 5 nicht am Anfang auch Schnee? Ganz am Anfang? Hey, stop here a second. Ich halte an. I see something. Oh, what's it? Okay, was brauche ich für eine Knarre? So, warte, ich guck mal. Has deer been here? Okay, ich kann nicht reden. Recently. How can you tell? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. Den Bogen. The gun will scare everything around. So. Der Bogen ist der Colt, ne? So, warte. Wo ist denn der Bogen? Hier. Langwaffen, Schulterbogen. Alles klar, die nehme ich mit. Jage Hirsche. Stay low and move slowly. Auch, Mann. Auf wo muss ich hin? You see the tracks? Überhaupt nicht. I think so. Wo denn, Maybe Mann? Not. Focus. Ja, jetzt sehe ich, jetzt rieche ich die Tracks. Alles klar. Fährte folgen. It's easier in the snow, but once you get your eye in. Okay, das war falsch, aber es sah wahnsinnig cool aus. Okay. Also Fährte folgen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So. Seht ihr schon was? Was war das denn? Ah, ich kann mich umgucken. Aber ich sollte mal geduckt bleiben. Wo sind die Pferde jetzt? Ja, geil. So. Das da hinten? Nein, das ist nur Fels. Bin ich hier noch richtig? Ich fand das gerade voll geil, wie er sich gegen den Baum versteckt hat und der Schnee da runtergefallen ist und so. Das sah so gut aus. Ich würde es am liebsten den ganzen Tag machen. Mich gegen Bäume verstecken. So. Ah, hier ganz leicht, weiß auf weiß sieht man die Fährte. Hier ganz, ganz leicht.
Natürlich abgesehen von den Spuren im Schnee, aber hier sieht man es ein bisschen aufglimmen. Down there. You see him? Da hinten, ja. Are you ready with that bow? Ist das nicht zu weit weg? Aim for their head or neck. We want a good, clean kill. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Take the shot. Warte, 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 warte. Ich brauche den Kopf oben. Soll man nicht immer aufs Herz zielen? Na toll. Focus, Arthur. Shit. This meat. Kann ich die Luft anhalten? Shit. Ich will einen Sniper haben, Mann. Also ich dachte bei Reden, das haben mir Computerspiele beigebracht, dass ich bei Reden ins Herz zielen muss. Und das war aus dem viel zu weit entfernt. Ich weiß nicht mal den Radius, sagt man da Radius? Aber so ein Pfeil fliegt ja auch nicht geradeaus. Okay. Es müsste da oben sein. Ja, sag ich doch, man schießt Tiere nicht in den Kopf. Aber der hat ja gesagt, aim for the head oder the neck. Aber ich persönlich würde ja eigentlich... Ach, in die Lunge, okay. Das weiß ich natürlich nicht, wo beim Reh die Lunge ist. Ich habe jetzt keine Ausbildung genossen. Okay. Hier sind überall Spuren, guck mal. Das ist wie Außerirdische. Ja, bei The Forest kann ich besser Bogen schießen, weil ich da auch eine Maus habe. Mit dem Gamepad Bogen schießen ist ja auch normal. Die Lunge ist mit Füßen, ihr seid so doof. So, warte jetzt aber. Da vorne. Oh, du bist so schön. So ein schönes Tier. Wäre doch schade, wenn da was passiert, hm? Gut, Lunge also, ja? Rufen mache ich mal nicht. Kann ich mit dem Hirsch kann ich auch reden, cool. Der hat sich umgedreht, sind zwei. Ich brauche eine schöne Seitenansicht. Ich kann ihm jetzt nicht in die Buperze schießen. Das nur machen, Consoleros. Wie geht das? Nein! Nein, ich verfluche euch! Okay. Ich muss ziemlich genau vorher schon zielen. Jetzt treffe ich das andere gerade in den Arsch. Die stehen gerade so... Ih, nein, ich will nicht im Wasser sein. Ich erfriere doch im Wasser. Toll. Ich hasse alles. Warte, 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 warte. Oh nein, das eine kommt auf mich zu. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Auf zu wackeln, Mann. Ich will einatmen. Good shot. Now let's try for another. Was? Willst du mich verarschen, Mann? Come on. You're making yourself too obvious. Deine Mutter ist obvious. Okay. Spring halt noch lauter runter. Hui! Oh! Ist die Special Edition. Wir müssen 30 Rehe schießen. Okay, da steht es genau hinterm Baum. Das ist nicht so gut. Okay. Also die Pfeile haben hier auch keinen Radius. Die fliegen einfach gerade. Ja, mein Guter. Hm?
Warte. Hat er den Kopf wieder nach unten gesenkt? Ich warte nochmal schnell, bis er nach oben guckt. Well done. I think that's all we can carry. Gut, dann kann ich ja auch aufstehen. Okay, you pick up one, I'll get the other. Alles klar, ich nehme den hier. Sure your hands okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay. So. Ah. Ein weiß wie Lösch. Sieht fast ein bisschen zu realistisch aus inzwischen. So, kann ich jetzt mit First Person auch den Reharsch sehen? Ich guck nur mal. Tatsache, guck mal. Da, Repupu. Ich glaube, ich... Ach so, drücke nach oben ist das, ne? Cool. Du bist mein Pferd, nehme ich an. So. La, la, la. La, 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 la. Den Hirsch verstauen, das ist doch klar. Oh, boy. Die Seile sind automatisch im Hirsch mit drin. Das ist normal. Haben die mir sogar eine Puperze gegeben? Das ist doch... Diese Details sind manchmal ein bisschen erschreckend. Okay, wie sieht's denn aus? Hast du deinen? Hast du deinen Reh, Kollege? So. Ja. Triff dich mit Charles. Die Frage ist nur, wo? Ist das der gelbe Punkt da vorne? Hat der das Reh schon? Der kann das doch gar nicht so schnell geholt haben, oder? Oben ist das Pferd beim Kacken. Mist, ich hab's nicht gesehen. Nein. Ah. Ready to head back when you are. Come on, man. Let's head back. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ja, komm erstmal rüber. Okay, wir können also jederzeit nice work, jagen. Should be enough meat here to keep... Ja, entschuldige, wenn du stehen bleibst, Mann. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. Probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Damals waren die Grundstückspreise auch noch niedriger. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salt and awful Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. Watch out. Bear up ahead. Alles klar. Let's see if we can find another way around. Ach so.
Da ist der Bär. Must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Okay. Aber die Frage ist, sollen wir jetzt hier über die Berge? Der reitet da trotzdem mal lang. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Kollege. Das wäre mein Vorschlag gewesen. Also. Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Nachher gibt's einen Zucker. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5-6 months? Something like that. Bet you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Ah. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Huh. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Sehr viele Gespräche. Und sehr viel. How's that new horse? Yeah. He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. So, kommen wir dann bald wieder? Ja, das sind die Hütten schon. Dann kommen wir wieder nach Hause. Haben wir einfach mal nebenbei ein paar Rehe geschossen. Und wir können immer wieder Vorräte holen, um unser kleines Dörfli hier durchzubringen. Bis zum Frühling. Weil die müssen ja auch alle fressen und scheißen. Oh. I'm gonna hitch time over here. Brought some food back, boys! So, Pferd anbinden. Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Achso, ja, begib dich zu Pearson. Ich latsch hier mal hinterher, Kollege, komm. What a surprise. I found a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. Why, he loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it.
Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Ah, ja gut. Ich wollte es auf den Tisch legen, aber gut. Ich mach das hier mal auf dem Boden, das ist sicherlich hygienischer. So, hier noch ein bisschen. Oh, Alter, was? 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 Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Ist schon krass, aber eigentlich auch gut, dass es so zeigen. Wenige Tage später, die Meisterjäger-Herausforderung freigeschaltet. Hoho, ob wir die kriegen? It's been a bad few weeks. But Dutch being Dutch, he is busy making plans. And Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Wer zum Teufel ist Leviticus Cornwall? Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch? Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? You know, he's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Boah, die Musik ist so geil. All right, we're moving out. Follow me. Ich weiß nicht, ob die Idee so gut ist, ehrlich gesagt. Wir sollen Low Lane. Und er ist halt einfach zu gierig. Okay, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good.
I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Hey! Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride! Alles klar. Also, beim Zug, wir gehen nach hinten. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich halte es nicht für die schlauste Idee, aber vielleicht kommen wir damit durch. Denn wir sind Ganoven. Dreckige Ganoven. Soundtrack. Out of the snow, finally. Feels good, doesn't it? But we need to get this done fast. Now it's thawing. Before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell. Charles Smith. Arthur Morgan. Javier Escuela. And what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. There's the water tower. Ich hab den Zoom gerade anders eingestellt, auf einmal folge ich dem Trail nicht mehr. Was soll das denn? Habt ihr gesehen, dass ich rausgezoomt habe, damit man besser die ganze Bande sieht? Und auf einmal latscht er die Klippe hoch. Und wir sind da. Ich komm schon! Musste kurz ADAC rufen. Is Bill there? Yeah. You wanna head down? See how he's getting on? Okay. Schau nach Bill. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Wir müssen nach da unten. Muss ich jetzt da runterreiten? Schaue nach Bill. Ich parke mich mal hier. Problem, Arthur? Ja, ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob ich jetzt runterreiten soll oder soll ich jetzt ein Fernglas benutzen? Und wenn ja, wie benutze ich das Fernglas? Hier habe ich nur die Faust. Wo haben wir denn das Fernglas? Das hat er letztes Mal automatisch benutzt. Nahkampflampe. Okay. Das sind Waffen natürlich. Hier ist Seil, da kann ich nichts machen. Langwaffenschulter. Okay. This is a good spot. Yeah. I must remember to thank Cornwall O'Driscoll for planning it out so well for us. And for providing all the explosives. Dann checken wir mal. Real generous of a fellow. Well, so on then. Yeah. Der Chat ist sich wieder sehr uneins. So, ich folge mal dem gelben Pünktchen hier. How you getting on? Yeah, I'm okay. Ach, da ist you sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. So, nimm die Spule. Das kriegen wir hin.
So. Ich grüße alle, die gerade gesagt haben, ich soll das Fernglas benutzen. Verbinde das Kabel mit dem Zünder. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich mein Pferd da gerade geparkt habe. So. Gut. Hier. Benutzer? Ja, das kriege ich hin. So. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Alles klar. Let's go, boys. So. Jetzt schnell nach oben. Ich will das Pferd nicht in der Nähe der Explosion wissen. Just be ready to move quick and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Das wird so schief gehen. Okay, cover your faces. Train should be here any. So, okay, da unten Kleidung auswählen. Ja. Hä? Hab ich doch gerade gemacht. Und dann loslassen. Willst du mich verarschen? R1, Objektrad. Lass L1 los, um die Verkleidung anzulegen. That includes you. So. Das Fernglas ist auch da. Aber wir brauchen es nicht. Gentlemen, it's time. Okay. Good luck, all of you. You all know what to do. Oh, Scheiße. Here we go. Shit, no, no. What? God! Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. It was my fault. Come on! You're pathetic. You know that? Ja, und jetzt? Wollen wir Peng Peng beim Zug machen, oder was? Springe auf den Zug, willst du mich verarschen? Here we go! Here we go! Here we go. Oh. Ah, Trottel. Kann ich mal auf den Zug springen? Bei der Deutschen Bahn sind wir das gewohnt. Na, Lenny? Down here! I've got you! Now stop yelling! Achso! Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell. The others will get him. You and me, big man. Come on, we need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Okay, ich sollte vielleicht erstmal. Nein! Okay, wir machen das vielleicht hinterher. Who's going? Okay, pass auf. Führung übernehmen. You cover me. Okay. Okay. Oder warte mal, ich probiere mal. Ich nehme mal lieber die hier, oder? Kann ich eigentlich auch anschleichen und was machen? Yo! Kill that bastard! You alright? Yeah, I'm good. Easy. What the hell was Bill doing? He had long enough to set that charge. Well, I hooked up the wire, but we won't mention that. Come on, let's get to the front. So. You don't rob a Leviticus cornball train! Was mache ich nicht? I'm okay. Boah. Wir könnten mit dem Zug den DeLorean anschieben. If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know. Stay calm. Machen wir ein bisschen hin. Ne? Oh, was? Boah, du Drecksack. Kehre den Griff um. Dann kehren wir mal um, mein Freund. Got him?
Ich mach das schon. Ich hasse Leute mit Bart. Widerlicher Typ. Weg mit dir. Ekelhaft, bestimmt Läuse drin. Zur Lokomotive. Und jetzt. Kommt hier denn her? Ist er oben tot? We need the car at the back, right? Yep, keep pushing on. Watch out, there's some shooters up top. Hey, der hat noch gelebt. Ist der nicht? Okay? I think so. Good. Hallo da! Oh shit! Look, they're coming out of that last call. We're gonna get out of this. Oh, I know we are. Hey, that's the other boat. Nein, nein, nein! Was ist mit Lenny passiert? Was? Der Lenny muss doch ein bisschen aufpassen, Mann. Ich kann doch nicht auf den Acht geben. Ich kann doch nicht die Kugeln für den abfangen. Lenny, nein! Look out, we got more coming off the train. Ich habe von Lenny nicht mal eine Gesundheitsanzeige, oder? Put a bullet in that bastard. We need the car at the back, right? Yep, keep pushing on. Lade nach! Okay, das weg. Ja, nee, bleib schön in meiner Nähe. Lenny, Vorsicht! Lenny, nein! Wo bist du? Lade nach! Warte kurz! Lenny, was machst du denn? Wieso bist du da hinten? Good. Lenny, Vorsicht! Hey! That's the other boy! Na? Wo ist denn Lenny? Ich kann nichts für Lenny tun, wenn er da hinten rumhängt, ne? Watch it! More of them ahead! Die auf dem Fernsehen sind unsere. Alles klar. Good shooting, kid. I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this. Arthur, get over here. Alles klar, komm, Digga. Oh, mein Hut. Ich muss meinen Hut dringend finden. Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't Five, opening this door. Four. Three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little! So. That's enough! Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Drücke L1. Also L nach oben, meine. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough.
Now light the fuse. Unless you got a death wish, I'd step back. Shidakaha! Hallo!